Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Der Brief, den wir übergeben sollten. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. L. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Okay. Krasse Nummer. Ich nutze diesen Ladescreen jetzt hier mal, um mich nochmal hier, also ich habe mich noch gar nicht, euch noch nicht begrüßt. Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Das Tutorial haben wir hinter uns gelassen, jetzt geht's wirklich los mit der Story. Wer wissen will, was passiert ist, schaut am besten einfach nochmal in die letzten Folgen rein. Vor allem die erste Folge ist ein fast einstündiges Special. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen und jetzt geht's weiter, nachdem Elise uns hier ein paar mehr Informationen gegeben hat. Wir als Assassine und sie als Templerin, das sind Probleme. Okay. Und nun? Gut, Y drücken, um Adlerauge zu aktivieren. Ich weiß nicht, ob es in dieser Situation die erstbeste Entscheidung ist, hier den Assassinen wirklich beizutreten, sage ich mal. Keine Ahnung. Nachdem Elise ja hier Templerin ist, das ist ja wirklich ein Problem. Aber gut, die Story sagt, wir müssen es offensichtlich tun. Also tun wir das doch mal. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Gute Frage. Und dann? Paris. Gut, Paris steht Ihnen nun offen. Wunderbar, Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Das fände ich ja mal sehr interessant. Genau. Gut, Sequenz 2, Erinnerung 1. Eingekerkert ist nun abgeschlossen, zum Glück. Wir fahren gleich mal fort, würde ich sagen. Ich glaube nämlich, die Stadt werden wir so auch noch zu Genüge kennenlernen. Gut, da unten in der Minimap sehen wir hier dieses, das Assassinenzeichen, das ist dort. Schauen wir uns doch jetzt mal kurz hier die Nummer an. Die Stadt, der Notre Dame müsste das sein. Genau.
Ja, gut, aus der Entfernung. Jetzt haben die Texturen noch nachgeladen. Bei dem guten Türmchen leider noch nicht, wobei das auch wirklich an der... Na, ich weiß es nicht. Das Spiel hat einfach immer noch Macken, da kann man sagen, was man will. Ich würde jetzt mal sagen, wir begeben uns mal auf die Spuren unseres Vaters. Guten Tag, die Damen. Entschuldigung. Wir klettern hier mal rein. Genau. Guten Tag. Wir kommen einfach mal durch die das Fenster hinein. Die Tür haben wir mal Tür sein lassen. Wir springen dann auch gleich mal. Schauen wir mal, was hier so passiert. Hier müsste doch irgendwo unser... Dort hinten sitzt da. Wer ist denn das? Entschuldigung, dürfte ich mal... Ich bin in geheimer Mission unterwegs. Entschuldigung, hallo. Guten Tag. Pariser Geschichten, der Kult des Baphomet. Okay. 400 Helix sind es doch, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, ist die Belohnung akzeptieren und nachverfolgen. Gut, machen wir das doch mal. Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr zwei heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Okay, gut. Das können wir grundsätzlich tun. So, oh, hier liegt das gute Essen am Boden. Das ist natürlich sehr gut. Der ist beschäftigt. Wir gehen mal hier durch den Hintereingang raus. Guten Tag. Okay, hier geht es ja wirklich zur Sache. Ist schon, glaube ich, sehr realistisch gelungen. Auch, dass die Frankreich-Flagge hier am Boden liegt. Gut, hier ist der Notre Dame. Okay. Gut. Schauen wir uns die Nummer doch mal an. Oh, der verbrennt hier. Der macht ein kleines Feuerchen, weil ihm kalt ist. Nein, natürlich nicht. Also hier ist der Platz vor dem Notre Dame. Das ist natürlich ein denkwürdiger Platz, auch heute noch. Aber die Französische Revolution war damals hier voll im Gange. Hier sieht man auch, wie die ganze Nummer verbarrikadiert ist. Schauen wir doch mal, dass wir hier hineinkommen. Ich glaube nicht, dass wir uns bei einer offenen Tür irgendwie verstecken müssen, Arno. Gut. Okay. Ich renne jetzt da einfach mal entlang. Da drüben kommen wir eh nicht weiter. Da ist zu. Okay, gut. Da müssen wir unten durch, oder? Kommen wir da unten durch? Hallo? Wieso kommen wir da nicht durch? Hallo? Wir ducken uns doch. Wir ducken uns doch. Gut, da ist nichts, logischerweise. Da muss ich mal schnell hier in die Steuerung schauen. So. Hocken ist die Steuerung. Da kommen wir trotzdem nicht durch. Okay, gut. Wir scheinen hier nicht durchzukommen. Dann finden wir mal einen anderen Weg. Finde ich jetzt auch nicht allzu cool. Ja. Also ich habe auch wirklich nochmal Rücksprache mit ein paar Kollegen und Freunden gehalten. Und die ganze Ruckelgeschichte hier liegt wirklich nicht an meinem System. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist auf alle Fälle stark genug. Das haben wir bei den Kämpfen in den letzten Folgen gemerkt. Wir müssen offensichtlich durchaus hier hin. Schauen wir mal, ob es da auf der anderen Seite dann auch einen Eingang gibt. Entschuldigung, dürfte ich mal, danke, Entschuldigung,
Darf ich da rein oder schmeißt ihr mich dann gleich raus? Nein, kein Stress. Ich bin voll auf eurer Seite, Leute. Hallo. Dürfte ich mal? Okay, gut. Dort hinten sind die. Ich muss die irgendwie stehlen. Vermutlich von oben runter. Oh Mann. Okay, gut. Wir können mal versuchen, dass wir hier hochklettern. Am besten aber nicht vor den drei Damen. Genau, genau. Zack. Uns mal einen Überblick verschaffen. Das liebe ich ja an diesen Spielen, an denen man wirklich schön irgendwo hochklettern kann. Man kann sich mal einfach in Ruhe einen Überblick verschaffen. So, wir können den anderen auf jeden Fall zuerst stehlen. Ich glaube, da haben wir kein Problem. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier Hauptstory ist von Arno. Okay. Nein, das will ich eigentlich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Also, okay, gut. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Schauen wir mal, ob dann da unten auch noch ein paar... Das sind die Kollegen. Okay, wenn wir dort runterkommen. So. Okay, die haben uns nicht gesehen. Wir stehlen die nochmal jetzt hier einfach mal. Es ruckelt halt jetzt wieder wie Sau. Nach oben mit dir, komm. Genau, und hier hin. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Gut, das war der erste. Das Problem ist, die von hier, die sehen uns ja, wenn wir den anderen stehlen. Das heißt, wir müssen da irgendwie ein bisschen Action starten, irgendwie weiter hinten die ablenken oder so. Das wäre ja am allerbesten. Wie einfach das ist, weiß ich jetzt auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nämlich, dass das alles andere als einfach wird. Gut, hier haben wir jetzt Tina. Es ruckelt halt jetzt echt wieder. Gut. Ich weiß nicht, ob die uns von... Ja, die müssten uns eigentlich schon sehen. Also das wäre äußerst komisch, wenn die uns nicht sehen würden. Gut, auf der anderen Seite könnten wir versuchen, dann abzuhauen. Wir könnten hier hochlaufen und uns dann oben rum wieder zum Ausgang durchkämpfen. Vermutlich auch durch eins der Fenster. Das können wir mal checken. Wenn wir nämlich aus dem Fenster rausklettern dann, nachdem wir das Ding gestohlen haben... Interagieren. Ah ja, okay. Nur mit der Fähigkeit Schloss knacken. Okay, gut. Das heißt, wir müssen durch den Haupteingang raus. Das könnte schwierig werden. Aber, naja. Versuchen wir die Nummer doch mal. Okay, gut, hoffentlich hat es jetzt hier keiner gesehen. Oh, fuck. Okay, dort ist der Beichtstuhl. Versuchen wir mal hier rauszukommen, obenrum. Ich glaube, die Idee war grundsätzlich nicht schlecht. Ah, hier kommt er wieder nicht. Doch, jetzt hat... Ah, jetzt komm schon. Gut.
Oh Mann, hey. Ah, es ist, ich bin, ja. Hier, das ist wirklich hart limitiert. Also es hat eine gewisse Frustration. Ich bereue es gerade, dass ich das Game nicht auf der, ja, auf der Xbox One oder besser halt noch PS4 gespielt habe. Besser kann man nicht sagen. Auf einer der Konsolen. Vielleicht komme ich hier irgendwo raus. Vielleicht ist ja eh schon ein Fenster eingeschossen oder sowas. Nein. Hier komme ich da durch. Hallo? Nein, natürlich nicht. Nein, nach oben. Nach oben. Oh Mann, hey. Das tut mir echt leid, Leute. Aber der Kollege hier tut, was er will. Ah, komm. Das ist echt, echt schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht hat mein Controller auch wirklich Probleme gerade. Mit dem Empfang, aber auch das glaube ich nicht. Das ist, also spielmechanisch ist das grenzwertig. Gut. Wir müssen hier raus. Was ist hier so los? Ist hier irgendwie Action? Mir wird es ja schon reichen, wenn wir ans Dach oben hinkommen. Nein, da will ich nicht hin, falls ihr das... Wir müssen ja nur irgendwo rauf. Wir haben ja jetzt schon ein paar Assassinen-Skills drauf. So. Okay. Na gut. Die Tür können wir nicht betätigen. Schön. Schön. Und warum konnten wir dann überhaupt hier rauf? Können wir die hier? Nein. Nein. Okay, es ist äußerst sinnlos, dass wir hier rauf konnten. Wir können hier nichts tun, oder? Okay. Gut. Ja, es ist ein bisschen frustrierend, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, ich nehme einfach mal an, dass wir auch drüben nicht rauf können. Wo ist denn jetzt der Ausgang? So. Runterfallen lassen. Nein, nein, nein. Einfach nur fallen lassen, mein Freund. So. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay, wir müssen jetzt diese Kelche da diesem Kollegen bringen. Aus dem Weg, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich renne jetzt hier auch mal ein bisschen mehr, auch wenn ich die Leute dabei umrenne und laufe jetzt auch mal mit Absicht unten rum. Damit ihr auch mal seht, wie es hier denn so aussieht. Oh, Verzeihung. Revolutionsstimmung ist natürlich auch heute noch in Staaten, in denen Revolutionen oder Putsche durchgeführt werden, ist nicht zwangsläufig so romantisch oder so heldenhaft, wie man sich das vorstellt. Da ist es schon oft auch einfach wirklich dreckig. Also dreckig trifft es wahrscheinlich am besten. Aber jetzt schauen wir mal, was sagt er denn? Guten Tag. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet... Der Vater des Verstehens. Und jetzt? Okay, gut. Pariser Geschichten. Der Kult des Baphomet ist abgeschlossen. Wir fahren einfach mal fort. Genau, und hier schön sitzend in dieser Bar. Wir können uns wahrscheinlich kein Bierchen genehmigen. Aber schön sitzend in dieser Bar beende ich jetzt mal die Folge hier. Ich hoffe, ihr hattet trotz Ruckeleien ein bisschen Spaß. Ich werde mich jetzt mal wirklich intensiv mit diesem Problem auseinandersetzen und schauen, dass ich hier irgendwie nochmal was verbessern kann, optimieren kann. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, wirklich nicht, woran es liegt. Kann es wirklich sein, dass die PC-Version des Spiels so, ja, fragwürdig gut nur ist? Ich finde auch die Grafik nicht so krass, wie ich sie mir erhofft hatte. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und darum, oder da werde ich mich jetzt mal schlau machen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das Let's Play hier weiterschaut. Sobald ich hier wirklich eine Lösung habe, werde ich auch mehr als eine Folge am Tag bringen, um jetzt hier euch ein bisschen dafür zu entschädigen. Ich meine, wir sind ein sehr kleiner Channel, noch hoffentlich.
Von dem her will ich euch schon die Möglichkeit geben, auch hier das mit uns genießen zu können, hier mit Soccer Mania. Ich bin wirklich daran interessiert, euch die beste Qualität abzuliefern, die halt so möglich ist. Wie gesagt, vom System her ist eigentlich kein Problem. Aber hier Spielbugs und hier Ruckeleien, ihr seht es ja jetzt, die Bewegungen sind eigentlich nicht ruckelfrei. Also das ist schon grenzwertig irgendwo. Genau, aber in der nächsten Folge habe ich das Problem hoffentlich behoben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Schaut doch das nächste Mal wieder vorbei, falls ihr Lust habt, ein anderes Assassin's Creed ähnliches Spiel zu schauen und das vielleicht noch nicht getan habt. Schaut doch mal in Mittelerde Mord aus Schatten rein. Das Let's Play läuft auch noch. Und auf jeden Fall ruckelfrei und wirklich sehr, sehr schön. In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.